Und diese erste Komposition, Viertel gleich 100 für, wir sind da schon an der Besetzung, für Flöte, Stimme, Schlagzeug, Karnevalströte, Drumcomputer und Zuspielband von 1988. Und das ist jetzt so ein Stück, das ist noch während meines Studiums entstanden, hier an der Hochschule, und setzt sich natürlich mit diesen Gedanken auseinander, die ich schon ein bisschen geschildert habe anfangs. Und die Ausgangsfragestellung für mich war, wenn ich so ganz intensiv in Klänge reinhören möchte, was ist das Naheliegendste, was man machen kann? Man wiederholt sie einfach, immer wieder wiederholen. Daraus hat sich natürlich so ein Konzept entwickelt. So ein Wiederholungskonzept. War damals auch ganz modern, sowas zu machen. Aber es hängt jetzt natürlich davon ab, was für Klänge sucht man aus und wie gestaltet man diesen Prozess. Und jetzt habe ich erstmal diese Klänge ausgesucht mit dieser Besetzung, und die möchte ich euch jetzt einmal zunächst mal vorführen, diese Klänge, die ich da ausgesucht habe. Ihr seht also hier so einen Ausschnitt aus der Partitur und 10 Klangereignisse, die ich damals ausgewählt habe, die verschieden häufig vorkommen und gesetzt werden. Ihr seht das da auf diesem kleinen Ausschnitt, dieser Takt, das ist ein Dreivierteltakt und ein durchlaufender Sechzehntelpuls. Auf diesen Sechzehntelpuls im Tempo Viertel gleich 100 werden also diese Klänge draufgesetzt. Und zwar verschieden häufig. Am häufigsten ein Luftgeräusch der Flöte mit so einem Tonhöhenanteil A, das ist dieses eckige kleine Nötchen da im System. Dann ein Keuchen der Stimme, sieht man da beim Vokal auch so notiert, mit dem Tonhöhenanteil A. Ich treffe den jetzt bestimmt nicht, aber das Keuchen kann ich vor mal so, sowas. Ne? Das ist auf die Dauer ziemlich anstrengend, sowas zu machen, aber ich hatte damals eine sehr engagierte Interpretin, Ruth Eberhardt, die das häufig gemacht hat und jedes Mal damit an ihre Belastungsgrenzen gegangen ist, weil sie ungefähr 3,5 Minuten machen muss. Und das ist dann auf die Dauer, ja, da sehe ich schon ein verständnisvolles Nicken, etwas anstrengend kann das werden. Dann gibt es 3 Klangereignisse, 3, 4 und 5, die werden von einem Zuspielband zugespielt. Und damit ist auch das Tempo vorgegeben für die Interpreten. Das ist einmal ein Hi-Hat-Schlag von einem Drumcomputer. Und jetzt sehen wir schon, wie diese Klänge aufgebaut sind. Die werden verschieden häufig gespielt, aber sind in ihrer Wiederholung, haben sie auch verschiedene Qualitäten. Also so ein Drumcomputer, der immer wieder abgerufen wird und dann auf Tonband aufgenommen wurde in diesem Fall, der klingt natürlich immer gleich. Aber eine Stimme, die 3,5 Minuten macht, ermüdet, und es klingt eigentlich jedes Mal ein bisschen anders. Also war der Gedanke, in der Wiederholung gibt es Klänge, die scheinbar immer gleich sind, und solche, die sich durch die Interpreten in der Wiederholung auch verändern. Klang 4 ist ein farbiges Rauschen. Da oben die 3 nur mit einer Linie gezeigten Systeme, die symbolisieren diese 3 Klänge vom Zuspielband. Ein farbiges Rauschen mit einem sich ändernden Frequenzspektrum. Das verändert sich also immer ein bisschen, hat aber immer diese Charakteristik. Und dann unter 5, Live Repro genannt, da haben wir was Lustiges vorher gemacht. Wir haben also einen Schlagzeuger bei seiner Ehre gepackt und haben gesagt, jetzt schlag doch mal 7-mal auf eine Snare Drum, und zwar immer gleich. So gleich wie möglich. Hat er dann gemacht, war ganz zufrieden, und als wir das dann immer wieder hintereinander abgespielt haben, haben wir gemerkt, die sind ja alle völlig verschieden, diese 7 Schläge, im Detail. Also das ist so eine Sequenz von 7 Schlägen unter der Maßgabe, immer gleich drauf zu schlagen, die sich natürlich leicht unterscheiden, und je öfter man sie hört, umso mehr merkt man das. Das wäre Live-Repro. Die anderen Klänge werden jetzt wieder von den Interpreten in diese hektische Puls, in den hektischen Puls eingefügt. Die müssen das also immer da drauf setzen. Klang 6 ist kein Klang, es ist eine Pause. In dem Tempo natürlich als Ereignis kaum wahrnehmbar, weil da wird geatmet, das nimmt man nicht wahr, aber es ist ein Strukturelement, weil die nach einem bestimmten Algorithmus sich auch abwechseln, diese Klänge. Klang 7 ist dann ein Schlag auf die kleine Trommel von dem Schlagzeuger, der auf der Bühne steht und mit einem Besen auf die kleine Trommel schlägt, also etwas, was dem Rauschen auch sehr ähnlich ist.
Klang 8 ist dann etwas ganz anderes, was auch raussticht und die Farbe dieses Stückes sehr stark prägt. Das ist wieder die Stimme, die also neben dem Keuchen auch noch so einen kleinen Seufzer hat. Ihr seht, dass da ganz am Ende von diesem Takt dieses Glissando vom Giss abfällt. Sowas, ne? In der Art. Und jetzt kommen wir schon in den Bereich der Ereignisse, die sehr selten auftauchen. Ich sagte, die sind verschieden häufig zu hören. Die Stimme spricht auch drei Worte. Und das ist das Ereignis, das nur dreimal auftaucht. Und diese Worte lauten Lust, Schluss und Still. In dieser Reihenfolge verteilt auf diese 3,5 Minuten. Still ist also das letzte kurz, bevor dann der Schluss des Stückes beginnt. Und Schluss steht natürlich in der Mitte und nicht vor dem Schluss. Das ist Dialektik, ne? Das war alles, was wir bei Matthias gelernt haben. Und dann gibt es ein 10. Ereignis, das jetzt in dieser Auswahl nicht auftaucht. Das einmalige Ereignis, das einen leicht destruktiven Charakter hat. Es ist nämlich so, dass der Schlagzeuger hat einen mit Papier bespannten Reifen, den er durchstößt mit seiner Faust oder mit dem Stick, was er gerade in der Hand hat. Das knallt dann. Und gleichzeitig auf dasselbe 16. muss die Sängerin so eine Holzlatte über dem Knie zerbrechen. Das ist also auch eine szenische Aktion. Und dieses einmalige Ereignis kommt nicht mit den anderen zusammen. Das ist also der Punkt, wo alle 9 Ereignisse direkt hintereinander stattfinden. Sie laufen darauf zu und entfernen sich dann wieder voneinander. Das einmalige Ereignis würde etwa eine halbe Stunde später mit denen zusammentreffen, wenn man diesem Mechanismus weiter folgen würde. So, das sind diese 10 Klangereignisse und die spiele ich jetzt mal vor, bis auf das einmalige Ereignis, das ist da jetzt nicht dabei, und dann klingt das so. Schluss. Sehr kurz, ne? Zack, vorbei. Nochmal, also kurz. Schluss. Jetzt habt ihr gemerkt, sie hechelt nicht an der Stelle. Sie hat nämlich diese Hechler ausgelassen, weil sie das Wort sprechen muss. Also das heißt, sie hat auch mehrere ausgelassen, weil in der schnellen Repetition ist auch mal was weg. Ach so, ist ja ein Ereignis, nicht? Bitte? Das Ganze ist ja jetzt ein Ereignis. Das Ganze ist jetzt eigentlich ein Klang. Das sind ja keine 10 Ereignisse. Aber das ist der Punkt, wo sie zusammenlaufen. Ne? Da sind sie ein gemeinsames Ereignis, hat wirklich die Dimension von einem gemischten Klang, weil sie sich ja auch sehr gut mischen, diese Ereignisse. Auch die Worte, Schluss, das ist alles, sind diese Laute da drin. Vorher sind sie natürlich weiter auseinander, weil sie nicht direkt hintereinander vorkommen und dann nimmt man sie auch getrennter wahr. Das hat so ein bisschen was von so einer Zentrifuge. Ne? Das ist der Ursprungsstoff und dann dreht man das und dann teilen sie sich so in diesem ganzen Verlauf. Das war auch natürlich so ein bisschen die Idee bei der ganzen Sache. So, das geht ungefähr 3,5 Minuten lang so. Und jetzt kommen noch 2 Aspekte, die ich sage, bevor wir das Stück mal hören. Der erste hat mit der anfangs geschilderten Verunsicherung zu tun in dieser Begegnung mit dem anderen Material und diesem anderen Denken. Ich habe für mich daraus 2 Aspekte herausgezogen, die dann über viele Jahre so mein Komponieren geprägt haben. Das ist einmal diese Kombination von live erzeugten Klängen mit reproduzierter Musik. Das werden wir auch noch in anderen Stücken, wird uns das begegnen. Das hat natürlich damit zu tun, dass damals das Moment der Reproduktion nicht mehr nur analog möglich war, sondern es war der Beginn, wo die digitale Technik aufkam und wir hatten so die ersten Möglichkeiten, mit einem kleinen DAT-Rekorder Klänge aufzunehmen, digital, und dann im Pro Tools noch so, weiß ich nicht, mit ganz wenig Speicherkapazität uns anzugucken und digital zu schneiden. Das war so der Beginn dieser Zeit und hat mich dann auch eine ganze Weile begleitet in anderen Stücken, diese Auseinandersetzung mit dieser Reproduktionstechnik. Und das zweite ist der Aspekt des szenischen Moments, das auch Konzertstücken innewohnt. Das ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen deutlich geworden, dass diese Konstellation, da steht also eine Sängerin, ein Schlagzeuger, der 3,5 Minuten nur so ähnlich wie der Schlagzeuger von dieser Gruppe, wie hieß die nochmal, der ist gerade gestorben vor kurzem. Kennt ihr jemand? Ich habe so eine Trio. Weiß ich nicht, ob die das noch kennt. Kennst du die?
Nee? Mhm. Doch, das ist so. Da. Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Da. Und der Schlagzeuger, der ist vor kurzem jetzt gerade gestorben, da habe ich das wieder gesehen. Und der stand eben immer, vielleicht hat mich das auch, ich weiß gar nicht, wann der schon kam, wahrscheinlich kam der später als mein Stück, ich weiß nicht. Der stand immer auf der Bühne, hatte so ein Mickey-Maus-Heft in der Hand und hat immer nur auf so eine Trommel gehauen und hat dabei Mickey Maus gelesen. So ähnlich macht das meiner da. Aber dafür, meiner muss dann am Schluss noch richtig loslegen. Also im Schluss des Stückes muss er dann das alles wieder einholen, was er am Anfang da gemütlich nur mit diesem Besen macht. So, also das heißt, wir haben diese Sängerin, die da keucht und seufzt, den Schlagzeuger, der da nur so drauf hat, und den Flötist, der sozusagen als Pendant auch auf seiner Flöte da so keucht. Drei Personen auf der Bühne, die sowas machen, also was wohnt dem szenisch so inne? Das hat mich dann in vielen Stücken, ich stelle dann noch ein anderes vor, wo das noch deutlicher wird, immer beschäftigt, dieses szenische Potenzial, und ist jetzt auch dann wichtig für die Frage des Schlusses des Stückes. Jetzt habe ich einmal einen Prozess, ich habe mir das vorher aufgemalt, habe also ausgesucht, welchen Ausschnitt daraus nehme ich, und jetzt stellt sich die Frage, das ist ja langweilig, nur den Prozess zu zeigen, und dann hört das auf, weil so ein Prozess kann irgendwann aufhören. Ich wollte einen Schluss formulieren und gestalten. Und dann kam ich in die Situation, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was für einen Schluss, oder ich hatte zwei Ideen für eine Schlussfindung für diesen Prozess. Die erste Idee war die Klänge, die da ja in diesem Ordnungssystem immer nur auf die Sechzehntel gesetzt werden, ganz rigide und gefesselt, freizulassen. Das ist die erste Schlussvariante. Jetzt dürfen alle mal das machen, was sie eigentlich können. Die Sängerin, die singt sogar eine kleine Melodie. Das ist ein Zitat aus einem Schubert-Lied. Und der Schlagzeuger muss also alles Mögliche bedienen, was er da hat. Der Flötist darf mal so eine Sequenza-Phrase spielen, könnte man sagen, bei Berio. Also jeder darf mal machen, was er die ganzen 3,5 Minuten vorher nicht machen durfte. Das war die erste Idee für einen Schluss. Die zweite Idee für den Schluss war, dass man dann diese Klänge auch wieder einfängt, aber jetzt unter einem gestischen Aspekt. Am deutlichsten wird das am Schluss, wenn dann der Drumcomputer, der ja immer nur diesen Hi-Hat-Schlag zuliefert, plötzlich eine Drumcomputer-Phrase spielt. Also eine Abfolge. Also Drumcomputer. Das war das Einfangen unter dem gestischen Aspekt. Jetzt konnte ich mich aber nicht entscheiden, welchen Schluss ich wähle, und daraus ist jetzt am Ende die Form entstanden. Ich habe mir gesagt, ich benutze beide Schlussendungen, und daraus entsprang die Frage, wie macht man das aber, wenn man zwei Schlüsse hat? Und dann habe ich mich dafür entschieden, sie durch ein Signal voneinander zu trennen, diese beiden Schlüsse. Und jetzt kommt dieser szenische Aspekt mit ins Spiel. Es steht nämlich von Beginn des Stückes an eine vierte Person auf der Bühne. Das ist der Mann mit der Tröte. Der Mann mit der Tröte. Und deswegen auch Karnevalströte. Die kommt nur einmal zum Einsatz, und das ist, sieht so aus. Das ist eine Karnevalströte oder auch Saugrüssel genannt. Rollt sich so auf. Wenn man das sieht, weiß man das schon. Man hört und sieht das quasi, wenn man nur das sieht. Und der steht also die ganze Zeit, während die da die ihre Sechzehntel machen, steht der einfach nur so auf der Bühne. Und dann kommt der erste Schluss, wo die Klänge freigelassen werden. Steht er immer noch da, und dann kommt sein Einsatz. Deswegen ist das der schwierigste Part, weil der muss total präsent sein. Wenn er den verschläft, ist vorbei. Ne? Also dann hat er seinen Einsatz, dann nimmt er die hinter dem Rücken hervor, bläst in diese Tröte, und dann kommt der zweite Schluss. Egal, dass diese beiden Schlüsse voneinander trennt. Und das meinte ich jetzt mit der szenischen Dimension. Natürlich fragt man sich bis dahin, was macht er jetzt eigentlich? Und dann macht er das einmal, und dann macht er wieder nichts mehr. Und damit haben wir sozusagen in der Dreierkonstellation, die vorher stand, noch jemand, der szenisch, aber auch klanglich in das Geschehen eingreift. Was das jetzt, ich interpretiere das jetzt alles nicht weiter, das kann ja jeder selber machen, aber das war so ein Aspekt, wo ich dachte, das szenische Moment sammelt sich in diesem Signal der Tröte.